Hi, es ist Digi Fernunterricht. Ich bin Philipp Wampfer. Heute möchte ich über die Frage sprechen, ob diese Abschlussprüfungen, die geplant sind, durchgeführt werden sollen oder nicht. Und ich nehme so als kleinen Aufhänger diesen Blog von Michelle Binswanger. Sie ist eine Schweizer Journalistin und möchte gleich mit der Formulierung beginnen, die sie zweimal verwendet, dass man die Matura, das ist die schweizerische Abiturprüfung, dass man die ihrer Tochter möglicherweise schenken würde. Und diese Vorstellung eines Geschenks, dass man eigentlich die Jahre, die man in der Schule zubringt, dass das eigentlich wie keine Leistung ist und erst wenn man am Schluss eine harte Abschlussprüfung durchführt, dass das dann wirklich ein verdienter Abschluss ist. Diese Vorstellung halte ich für eher seltsam, aber es ist für verbreitet. Die Lernzeit, die an einer Schule verbracht wird, die Auseinandersetzung mit Themen, die Auseinandersetzung mit sozialen Fragen, Kompetenzaufbau, das sind die wesentlichen Aspekte. Und ob am Schluss eine Prüfung stattfindet oder nicht, ist nur ein Reflex eines Systems, das Leistung nur über veraltete Prüfungen überhaupt anerkennen kann. Leistungen sind was ganz anderes als das, was in Prüfungen erbracht wird. Wenn wir schon nur mein Fach nehmen, also was heißt es, einen literarischen Text zu lesen und zu verstehen, kann ich das in 15 Minuten Prüfungsgespräch zeigen? Oder was heißt es, einen Text zu schreiben? Ist es das, was ich in 4 Stunden mache, wenn ich an einer Schule in ein Zimmer gesperrt werde und dort 4 Stunden arbeiten muss an einem Text? Wer schreibt so Texte? Ist das wirklich das, was ich machen muss, um den Abschluss nicht geschenkt zu bekommen? Ich denke, da gibt es viele Kritik und ich bin generell kein Freund von Prüfungen. Ich würde gerne auf alle Prüfungen, auf alle Noten verzichten. Jetzt für das Video möchte ich aber so ein bisschen eine breitere Perspektive als meine eigene Meinung einnehmen. Neben diesem Geschenk bekommen, also die Vorstellung, da läuft was und irgendwie braucht zum Schluss noch diesen Test. Daneben gibt es auch das valide Argument, dass das Verzichten auf eine Prüfung diese Digi-Fernunterrichtsphase nicht wertschätzen würde, weil viele Lehrkräfte sich anstrengen, dass Schülerinnen und Schüler auch so lernen können. Und wenn man jetzt sagt, nee, das ist irgendwie kein echtes Lernen, was ihr da macht, lass mir doch die Prüfungen weg, dass das einen schalen Beigeschmack hat, vielleicht um es so zu sagen. Ich selber sehe es anders, und zwar Michelle Binswanger erwähnt das dann auch. Nicht wenige Menschen haben bis ins Alter Albträume. Diese Abschlussprüfungen sind ein dreifacher Stress. Es ist erstens ein Stress für System Schule. Da müssen viele Kompromisse gemacht werden. Es muss alles so organisiert werden, dass die Prüfungen durchgeführt werden können. Es müssen externe Fachkräfte eingesetzt werden. Zweitens ist es ein Stress für die Lehrkräfte, die Prüfungen durchführen, die sie korrigieren müssen, die sich darauf vorbereiten müssen. Und drittens ist es ein Stress für die Schülerinnen und Schüler, die geprüft werden. Ein Stress, der sich über Jahre teilweise noch auswirkt, dass es die Phase ist. Also Michelle Binswanger beschreibt das auch. Sie träumt noch später davon, dass sie in dieser Prüfung versagt hat, dass das ein unglaublicher Druck ist. In einer Zeit, in der vieles nicht so ist, wie es sonst ist, in denen Menschen Ängste haben, in denen Menschen krank sind, in denen vieles auch ungewiss ist, wie es weitergeht, da diesen Stress aufrechtzuerhalten, das scheint mir im Moment eher fragwürdig zu sein. Und das ist für mich jetzt das stärkere Argument, als zu sagen, nee, eine Schule muss irgendwie so mit diesem Prüfungsritual abgeschlossen werden oder zeigen wir doch, dass wir auch so diese Leistung erbringen können. Aber da prallen Weltansichten, Bildungsansichten aufeinander. Ich denke, es ist eine große Chance, wenn wir sagen können, lassen wir die Prüfungen weg. Und im Kanton Zürich, wo ich arbeite, scheint es so auszusehen, als ob keine Prüfungen mehr nötig wären, dass wir einfach das Schuljahr abschließen mit den Abschlussklassen und die ein Zeugnis bekommen auf ihren Noten, die sie während des Jahres geschrieben haben und so dann auch ins Studium übergehen können. Mir scheint das eine sehr pragmatische und sinnvolle Lösung zu sein. Aber ich beende das Video nicht, ohne noch auf eine Formulierung hinzuweisen, die Michelle Binswanger gemacht hat. Und zwar sagt sie, es bliebe immer der Nachgeschmack eines Coitus interruptus. Und dieses Sprachbild scheint mir sehr unterhaltsam zu sein. Also die Vorstellung, dass irgendwie
eine Schule zu besuchen, so etwas wie Penetration ist. Also weiß nicht, wer jetzt da genau, was ist die Schule, ist ein Körper oder sowas, und die Schülerin oder der Schüler, ja, oder Mensch oder so, und die Schülerin und Schüler hat Sex mit dem, und der Abschluss, die Prüfung am Schluss wäre dann irgendwie der Höhepunkt. Und jetzt, was es hier ist, ist ein Coitus interruptus, also es gibt schon irgendwie einen Höhepunkt, aber nicht so, wie das geplant war, oder vielleicht auch so, wie es geplant war. Ja, sehr, sehr, sehr seltsam, aber dieses Sprachbild zeigt vielleicht, wie verwirrend diese Vorstellung ist. Schließen wir doch einfach eine Schule ab, in der wir was lernen und ohne Prüfung. Und das scheint viele Menschen vor den Kopf zu stoßen. Aber genauso könnte es doch sein, weil die Schülerinnen und Schüler haben was gelernt. Und sie wissen, dass sie was gelernt haben. Ich weiß es als ihr Lehrer, dass sie was gelernt haben. Weshalb braucht es noch diesen sehr seltsamen, ritualisierten Beweis, dass sie was gelernt haben, wenn das doch über Jahre erfolgt ist und nicht in 4 Stunden oder in 15 Minuten dann bewiesen werden muss. Danke wie immer fürs Zuschauen. Ich wünsche euch eine gute Zeit und bis bald.